Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design Cities Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, die Sommerpause ist zu Ende und es kann weitergehen mit einer neuen Folge und ich hoffe auch du konntest deine Ferien und deinen Urlaub so genießen, dass es zu einer erholsamen Zeit für dich gekommen ist. Ich habe auf jeden Fall die Zeit ausgenutzt, um mit meiner Familie einen Urlaub zu verbringen und natürlich aber auch im Studio hier einiges zu verändern. Und da hat sich Hardware, Software technisch und die eine oder andere Neuerung ist sicher schon aufgefallen, getan. Und dementsprechend freue ich mich umso mehr, hier im quasi neu renovierten Studio die erste Folge aufzunehmen. Und da legen wir auch gleich los, denn ich möchte mich heute mit dir gemeinsam um den Bedarf nach Wohnraum und wieder mal den Bedarf nach Gewerbe kümmern. Und dazu fliegen wir jetzt da hinüber, denn wir haben ja schon vor vielen, vielen Folgen, haben wir ja hier schon einmal was gebaut, und zwar eine neue, naja, eine Kreuzung, einen neuen Kreuzungsbereich mit zwei Tankstellen und einer Straßenbahnhaltestelle. Und da werden wir heute weiterbauen, beziehungsweise nicht direkt da, sondern eher in diesem Bereich hier. Aber ich habe natürlich auch, naja, ich will es noch nicht ganz verraten, was genau vor, aber das schauen wir sich jetzt gemeinsam an. So viel sei aber verraten, es wird sich massivst um Wohnraum handeln und ich würde ganz gerne wieder mal ein Projekt starten. Und zwar, das holen wir sich hier gleich mal aus der Find It Mod. Ich muss mal ganz kurz schauen, ob das so richtig eingegeben ist. Ja, und zwar, ich habe auch schon vor sehr langer Zeit mal diese Assets hier abonniert, und zwar ist das der Karl-Marx-Hof in Wien. Der steht ursprünglich im 19. Bezirk in Döbling und ist eine riesengroße Wohnhausanlage, die sich über mehrere Kilometer erstreckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die ist aneinandergereiht, sieht eigentlich aus wie eine kleine Festung, muss man schon fast sagen. Und ja, und dementsprechend, ich will sie jetzt nicht nachbauen, aber ich will gern den Stil dieses, ja, Konstrukts verwenden und einmal schauen, was wir da am besten rausbekommen. Und da legen wir eigentlich auch schon los. Und zwar, ich möchte mir mal die Gebäude hier nur mal kurz hier dran stellen. Einfach um zu sehen, wie man die am besten zusammenfügen kann. Und da, die sind jetzt aus irgendeinem Grund, sind die doch identisch. Ah, nein, ich habe schon gesehen. Ja, genau, der Karl-Marx-Hof hat nämlich tatsächlich so Fahnenmasten. Und jetzt erkenne ich auch anhand... Ja, okay, ich habe es verstanden. Diese Fahnenmasten sind natürlich in die Richtung oder in die Richtung ausgerichtet. Ich schaue mir das nur ganz kurz hier an. Ja, das würde es tatsächlich so auch nicht geben. Mir fehlt, glaube ich, ein Teil dazwischen, oder? Ich bilde mir das nur ein, aber das soll uns nicht stören, wir werden da trotzdem schon was hinzaubern können. Das passen 22 Haushalte hinein. Ja, da kriegen wir schon was zusammen, da werden wir schon was zusammen basteln können. Ich überlege nur gerade, wie wir das am besten hinbekommen, dass das auch recht gut aussieht. Und da habe ich schon eine Idee. Und zwar, wenn wir jetzt rein technisch gesehen sagen würden, ich will dieses Gebäude hier zu einem Procedural Object machen. Ja, dann haben wir das auch schon. Dann kann ich das Gebäude nehmen. Mit Hilfe der Move It Mod als Procedural Object. Jetzt habe ich genau das Gebäude zu einem Procedural Object gemacht, das eigentlich bewohnt war. Ja, aber da sind eh auch schon Leute drinnen. Also von daher ist es nicht so tragisch. Und dann schauen wir mal, wenn ich das jetzt so drehe. Ja, genau so hätte ich das nämlich gern. So ergibt das auch ein bisschen mehr Sinn, wenn man das Ganze jetzt... Mit gedrückter Steuerungstaste kann man es etwas sanfter verschieben. Ja, und so passt mir das schon eher ins Bild. Und dann würde ich ganz gerne dieses Gebäude hier kopieren und gleich versuchen, in dieser Form da dran zu setzen. Aber ich glaube,
Ich glaube fast, dass er das nicht mag. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, mit gedrückter Steuerungstaste können wir das einmal versuchen. Ja, so gefällt mir das. Wie schaut das auf der Rückseite aus? Das ist gut. Das passt. Bin mir gar nicht sicher, ob da nicht, ob ich da nicht sogar noch ein paar, ich glaube A, B und C Block, ne? Ja, mehr gab es da auch, glaube ich, gar nicht. Aber nicht so tragisch, wir werden da trotzdem weitermachen. Und zwar, ich setze das Gebäude mal da dran. Jetzt hätte ich gern das Gebäude hier. Dann nehmen wir das hier und mit gedrückter Shift-Taste schieben wir die beiden zusammen. So. Schauen wir es sich einmal an. Ja, das passt. Das fällt nicht auf. Ja. So, und dann würde ich ganz gerne das Gebäude hier nehmen. So lässt sich's einsnappen, richtig. Und auch hier mit gedrückter Steuerungstaste wieder mit dem Fein oder mit der Möglichkeit, das Fein zu verschieben, würde ich die beiden gerne so zusammenschieben. Muss halt nur schauen. Na, hoppla. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme sieht. Ich sehe, dass da in der Mitte dieser Dachgiebel jetzt genau mittig ist mit dem anderen Teil und dann versuche ich das so zusammenzuglitschen und ja, tatsächlich, das kann man so lassen. Und das sieht schon einmal nicht so schlecht aus. Das sage ich jetzt ganz ehrlich. Dann haben wir hier noch einmal zwei Procedural Objects, nämlich insgesamt, ich nehme mal nur die POs, insgesamt die zwei hier. Jetzt kopieren wir uns die beiden hier. Und auch hier wieder mit gedrückter nehmen wir es einmal ganz kurz und mit gedrückter Shift-Taste. Ah, Steuerungstaste. Ich weiß nicht, warum ich Shift-Taste. Ja, ich glaube, weil ich in letzter Zeit auch, ja, während des Urlaubs nicht nur Vorbereitungen fürs Studio getroffen habe, beziehungsweise, sondern ich habe auch ein wenig Anno 1800 gespielt und da ist aus irgendeinem Grund mehr mit der Shift-Taste zu tun und dementsprechend bin ich gerade ein bisschen auf die Taste fixiert. So, das gefällt mir gar nicht. Das werden wir jetzt nochmal auseinanderziehen. Ja, dann machen wir das so. Und dann machen wir das Ganze so. Gut, also, um nochmal beim Thema Anno 1800 zu bleiben, ja, das sieht gut aus, um nochmal beim Thema Anno 1800 zu bleiben, morgen, oder am 22. August, erscheint ja das neue DLC, also es ist ein Kosmetik-DLC, aber das bringt Mod-Unterstützung dazu und auf das freue ich mich schon richtig, denn offiziellen Mod-Support, indirekten offiziellen Mod-Support gibt es ja nicht, aber sie implementieren da jetzt ich glaube, sie implementieren da jetzt so ähnlich wie das Steam Workshop ist, wo man quasi Sachen abonnieren kann, Mods und Assets. Genau das bieten die jetzt von Ubisoft für Anno an. Und dementsprechend freue ich mich umso mehr. Also demnächst sollte mal irgendwann eine neue Folge von Anno 1800 erscheinen und da würde ich mich freuen, dich dann dort auch begrüßen zu dürfen. Und das Ganze wird dann auch mit Mods gespielt werden. Ich möchte aber nicht zu viele Mods installieren, weil ich will mir den Spielspaß nicht nehmen, weil manche Mods, die sind dann schon ziemlich, ja, wo man schon sagen kann, na, das geht dann schon mehr ins Cheat hinein, in den Cheat hinein, aber das will ich eher nicht, also ich möchte da schon quasi nur ein bisschen modifizieren und zwar hätte ich da gerne, da gibt es was mit Küstenabschnitten, größere Küsten und man kann auch neue KI-Gegner dazu hinzufügen und das möchte ich mir dann in Ruhe mal anschauen. Aber jetzt sind wir bei City Skylines und dementsprechend will ich ganz gerne, dass unser Karl-Marx-Hof hier weiter wächst und da werden wir ganz einfach die beiden Teile jetzt auch, hoppala, auch nochmal kopieren.
das so zusammenfügen. So. Ah, ich weiß schon warum. Ich weiß schon, warum das so eigenartig gerade rüberkommt. Weil wir die anders zusammengeschoben haben, die Gebäude. Dementsprechend wirkt das dann etwas seltsam. Aber ich finde, dass sich dieser Teil hier bereits sehen lassen kann. Und dementsprechend werden wir uns um den hier kümmern. Jetzt nehmen wir die beiden, also nehmen wir das Ganze hier. Und dann ziehen wir das da so her. Und für was jetzt für mich wichtig ist, ich will die so weit als möglich entfernen, sodass sie halt immer noch Straßenanschluss haben. Warum haben die immer noch Straßenanschluss? Die dürften doch keinen Straßenanschluss mehr haben. Oh, ich lasse mir mal was ausprobieren, ja. Aha, die haben immer noch Straßenanschluss. Wie geht denn das? Lass mich mal was ausprobieren. Wenn ich jetzt dieses Gebäude hier nehme, wir haben immer noch Straßenanschluss. Hä? Ganz komisch. Das müsste doch schon lange jammern, das Gebäude, dass hier keine Straße mehr verfügbar ist. Na egal, lassen wir es einmal trotzdem so. Und probieren wir da noch vorher was zu tun. Und zwar würde ich gerne ja, genau das hier. Ich würde gerne das Mittelteil mit Gras bepflanzen. Dann sieht das einfach schöner aus. Ah, da haben wir schon die Haltestelle. Das ist in Ordnung. Das darf dann gern so aussehen. Aber, ha, da sieht man es wieder. Wieder mal ganz kurzer Ausflug in die Erklärung der Adaptive Network Mod. Man kann damit, wenn die Straße es erlaubt und verschiedene Varianten davon gibt, mit der Adaptive Network Mod da drauf drücken und dann sieht man hier diese Zäune, diese Begrenzer an den Gleisanlagen. Und wenn man jetzt hier sagt, remove, wo ist es? Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Ah, Inner Fence. Zack, dann ist es weg. Und dann sieht das Ganze schöner aus und gefällt mir gleich um einiges besser. Und ja, also nur so ein kleiner Ausflug in die Möglichkeiten der Adaptive Network Mod. Man braucht natürlich auch die Straßen dazu, die müssen das selbstverständlich unterstützen. Und da kann ich wieder sagen, also ziemlich viele Straßen von Klus, C-L-U-S, findet man im Steam Workshop und den seine Straßen und seine ganzen Konstruktionen, sage ich mal, ich gehe hier auf Netzwerk, dann genau, das sieht man, der hat einiges im Petto im Steam Workshop und dementsprechend kann man damit mit der Adaptive Network sich ordentlich austoben. Gut, dann geht es weiter, die haben immer noch Straßenanschluss, finde ich jetzt sehr seltsam, aber ist in Ordnung, ist akzeptiert. Ich werde das aber trotzdem so hinsetzen, ja. Dann holen wir uns die beiden, kopieren uns die, drehen die um 90 Grad. Hoppla. Egal, wir können sie ja immer noch greifen. Und jetzt schauen wir mal, was gut aussieht. Na, genau. Also eigentlich könnten wir es ja so zusammenschieben. Wie sieht das aus? Gefällt mir nicht. Warum gefällt es mir nicht? Das kann ich dir ganz einfach sagen. Drücken wir das mal ein bisschen auf die Seite. Weil der Stiegeneingang hier verschluckt wird. Ja.
also das sieht gut aus, dass damit kann ich leben. Naja, mit dem kann ich jetzt nicht unbedingt leben. Aber man sieht, dass es gleich behoben ist, das Problem. Mit gedrückter Steuerungstaste werden wir die zusammenführen. Und dann passt das. Und tatsächlich sieht der Innenhof durchaus so aus. Also das ist okay. Das kann man tatsächlich so lassen. Gut, dann würde ich selbstverständlich noch ganz gerne... Sind das auch Procedural Objects? Ja, das sind auch zwei Stück. Und... Warte mal. Das sind zwei Stück. Und das sind normale Gebäude, oder? Du bist ein normales Gebäude und du bist ein normales Gebäude. Okay, jetzt haben wir da insgesamt, das sind alles Procedural Objects und der Rest sind fertige Gebäude. Man möge mir es jetzt verzeihen, aber ich werde die beiden jetzt auch zu Procedural Objects machen, dass ich noch sprechen kann. Ja, der Tag ist lang gewesen. Ja, die verlassen jetzt natürlich fluchtartig das Gelände. Und aus irgendeinem Grund sind die rot angezogen. Ich meine, ja. Okay, ist halt so. Jetzt gehen wir da rein, holen uns das hier. Dann habe ich jetzt vier Stück nebeneinander. Kopiere mir die vier Stück. Und versuch mal das hier. Und dann schauen wir sich an, wie das passt. Zack. Ja. Das gefällt mir. Das ist gekauft. Das können wir nehmen. Und jetzt würde ich tatsächlich... Das ist ja ein reales Gebäude, also reales Gebäude, das ist ein verwendbares Gebäude und das würde ich ganz gerne hier dran stellen. So, dass es halt zusammenpasst. Drücken wir mal drauf. Wie sieht das aus? Ja, und auch das können wir so lassen. Ja. Damit kann ich mich anfreunden. Jetzt werden wir uns dann noch einmal... Das hätte ich gern eher so, genau. Nein. Das müsste auch zusammenpassen. Ja. Ja, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Und dann machen wir noch das hier. Kopieren uns die beiden. Drehen das so. Moment, lass mich mal schauen. Da haben wir... Ah ja, da haben wir es so gemacht. Dann setze ich das einmal so hin. Wie ist das hier abgeschlossen? Mit dem Fahnenmast. Naja, das ist... Da müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. Probieren wir es einmal so. Und das würde ich tatsächlich so lassen. Ja. Gut, und dann holen wir uns die Zeile hier komplett
da ist ein Haus zu viel. So, genau. Wir kopieren uns das. Und setzen das da dran. Ja, das gefällt mir. Sehr gut. Jetzt kurz überlegen. Was ist hier? Ampelproblem? Oder was ist euer Problem? Warum fahrst du nicht? Mal kurz schauen, ob da ein... Achso, nein, geht eh schon weiter. Hoppla. Ja. Relativ ungewohnt, dass die hier da so reinfahren und... Lass mich mal kurz schauen, ob man hier noch irgendwie... Ja. Da werden wir auf jeden Fall einmal... Network Detective. Wow. Okay, passt. So, nochmal. Ja, falsche Taste gedrückt. So. Und was ist jetzt mit dir? Oh. Okay, die Straßenbahn habe ich verpackt. Das war meine Schuld. Die fährt dafür, das ist in Ordnung. Das passt auch. So. Dann. So. Gerade, gerade, rechts. Links, gerade, gerade. Andere Richtung. Gerade, gerade, rechts. Links, gerade, gerade. So. Zack, zack. Mehr von mir aus. Ja, und hier auch. Passt. Ist okay. Ist gekauft. Ist akzeptiert. Darf so bleiben. Wenn wir schon dabei sind. Wir wollen ja, dass das Ganze gut aussieht und dementsprechend werden wir jetzt natürlich da noch was tun und zwar alle nehmen wir jetzt und werden die da so hineinschieben. Dann kopieren wir uns das Ganze. Ja, ein bisschen. Schön. Jetzt werden wir hier noch das so abschließen. Tatsächlich sieht das gut aus. Ja. Jetzt können wir das Ganze noch einmal so nehmen. Kopieren uns alle diese Gebäude, gehen darüber und machen hier so einen Abschluss.
würde ich das Ganze so machen. Innenseite sieht auch gut aus. Und dann lassen wir das auch. Und jetzt würde ich ganz gerne hier eine Straße nehmen. Und zwar Einbahn mit Parkplatz einseitig. Ja, das nehmen wir. Einbahn mit Parkplatz einseitig. Das ziehen wir da jetzt entlang. So, dann holen wir uns nur die Nodes. Bisschen. Ja, das lassen wir trotzdem so. Ja, das ist in Ordnung. So. Und da würde ich jetzt ganz gerne okay, das lassen wir so. Dann holen wir uns hier eine andere Straße. Und zwar, es darf gern breiter sein. Sogar in beide Richtungen. Also da hätte ich gar kein Problem damit. So eine Art Nebenfahrbahn. Ah, da unten hätte man eine Node. Wenn man sogar tatsächlich sagen könnte, hey, wir machen das so. Danke. Und wandern da jetzt parallel hinüber. Und gehen daher. So. Jetzt hat sich's wieder beruhigt. Da haben wir das hier. Genau, dann darf hier auch gerne Ampel sein. Vorher machen wir aber noch das hier. Und sagen, wir hätten das gern so. So, nur ein Stückchen. Dankeschön. Ja. Das passt. Jetzt holen wir uns hier den Node-Controller. Und machen hier so. Gehen da ein bisschen auseinander. Das ist okay so. Zeitgesteuerte Ampel. Ja, da können wir aber ganz ehrlich, das machen wir im Moment einmal, das bauen wir selber. Und zwar das. Hat er so eine fette Straße gebaut gehabt? Wahnsinn. Das reicht. Das Fahren ist erlaubt. Von mir sollen sie drüber gehen dürfen. Stört mich jetzt gar nicht, ob sie das tun oder ob sie das nicht tun. Da gibt es jetzt keine großartigen Dinge zu berücksichtigen. Das Einzige, was wir eventuell machen könnten, ist, dass wir mit dem Node-Controller trotzdem sagen, hey, wir wollen aber keine Markierungen, die bauen wir uns selber.
und machen hier diese Schutzwege, die gefallen mir um einiges besser. Aber den werden wir da ein bisschen versetzen müssen, glaube ich. Der ist in Ordnung, der ist in Ordnung. Aber der nicht. Der braucht einen Versatz. Zwar. Genau. So sieht das besser aus. Gut, dann holen wir uns jetzt nochmal die Ampelsteuerung. Den können wir löschen. Dann sagen wir hier bearbeiten. Da machen wir 8 mit 12. Und da dürfen sie auch beide fahren, das stört mich nicht. Da machen wir 3 mit 8, das reicht. So, anzeigen. Bearbeiten, dann lassen wir die noch gehen. Speichern. Anzeigen, grün, grün, passt. Anfangen. Gut, Fahren erlaubt. Jetzt gehen wir noch in den Node hier hinein. Will ich tatsächlich gerne ein bisschen auseinanderziehen. Hier möchte ich aber definitiv... Also hier möchte ich, dass sie da nicht drüber gehen. Ja. Was? Ja, genau. Das hätte ich gern, dass das passt. Da dürfen sie. So. Das ist in Ordnung. Und das nehmen wir weg. Genau, dann holen wir uns das hier. Ja, super. So gefällt mir das besser. Es ist eine sanftere Kurve. Genau, passt. Und eventuell noch hier. Und auch das sieht dann, hoppla, um einiges besser aus. Ja. Gut, dann müssen wir da auch noch ein bisschen was tun. Und zwar... Ja, das ist in Ordnung. Da können wir noch... Ja, super. Und da selbstverständlich auch. Da müssen wir schon ein bisschen auseinanderziehen. Und dann können wir das eigentlich ohne weiteres so lassen. Und das lassen wir ganz einfach so. Passt. Gut. Ist das auch erledigt? Da ziehen schon die ersten mit ihren Fahrzeugen ein. Und dann können wir da eigentlich auch weitermachen. Der Baum hier gefällt mir recht gut. Den nehmen wir gleich und stellen den daher. Okay. Gilt als angeschlossen, also von daher freue ich mich. Definitiv. Gut, dann. Machen wir hier mal Park. So, gehen wir auf alle. Ja. Das sieht gut aus. Das ist eher was für die Stadt. Das ist eher was für die Stadt. Man könnte dir natürlich... Oh. Oh. Zeig dich mal.
Wo könnte ich dich denn hinbauen? So. Wenn ich jetzt... Hoppla, nein, Moment. Genau. Dich aber... So, machen wir es so. Gedrückte Shift-Taste diesmal. Das wählen wir ab. Dann schieben wir die beiden mal so zusammen hier. Auch wieder mit gedrückter Steuerungstaste. Das schaut erst cool aus. Weißt du was? Das lassen wir so. Das lassen wir tatsächlich so. Und das Gebäude schieben wir da jetzt so rein. Das sieht richtig cool aus. Und da machen wir jetzt Folgendes. Und zwar... Wir holen uns einen Fußgänger. Eine Fußgängerzone. Fußgängerzone 1U. Zeig dich mal. Ich sag dir, die nehmen wir, weil das ist, glaube ich, wenn ich die jetzt auswähle, die ist, glaube ich, ja. Die ist zwar schön, aber die bringt leider nur so ein Gravel mit. Und das gefällt mir nicht. Wir nehmen das hier. Das. Gehen da durch. Gehen darüber. Gehen da durch. Nicht wundern. Ah. So, Moment. Wir gehen darüber. Wir gehen da runter. So, und jetzt richten wir es aus. So machen wir das. Mit der Movid Mod und seiner Möglichkeit der Nodes werden wir das jetzt schnappen und mit gedrückter Alt-Taste versuchen wir das hier trotzdem jetzt irgendwie da so reinzubekommen. Kümmern wir sich dann gleich drum. Ja, das ist natürlich, ja, das muss so aussehen. Dann ebenfalls hier. Die beiden Nodes, ist da noch ein Node drin? Nein, das sind nur die beiden. Das machen wir auch. So. Das passt. Dann holen wir uns die beiden Nodes. Ziehen das so. Ja, das sieht gut aus. Passt. So, jetzt holen wir uns ganz kurz mal... Na, da sind wir noch nicht fertig. Das muss zuerst fertiggestellt werden. Ja, danke, dass das Spiel jetzt nicht abgestürzt ist.
Das machen wir natürlich so und das machen wir so. Und dementsprechend werden wir jetzt noch schnell diesen Node und diesen Node nehmen. Und werden den da rüberziehen, dass das schön mittig ist, genau. Ja, optimal. Das sieht tatsächlich gut aus und jetzt würde ich ganz gerne was probieren und zwar, was wäre, wenn wir jetzt sagen, wir wollen das hier kopieren. Ich setze mir nur mal kurz dahin. Danke. Habe jetzt alle ausgewählt, mache daraus ein Procedural Object. Hoppla. Noch einmal bitte. Dankeschön. Ja, das müssen wir anders machen. Und zwar nehme das Gebäude, setze mir hierher, markiere es, mache ein Procedural Object. Ich kann das gerade nicht rotieren, das Ding. Und das war auch der Fehler vorhin, aber ist egal, ich kann dich so auch rotieren. Er lässt sich nämlich gerade, aus irgendeinem Grund, lässt er mich nämlich gerade nicht rotieren. So. Das ist aber nicht so tragisch. Das ist gut eingestellt. Zack. Perfekt. Wir nehmen es. Schieben es da drüber. Das passt mir sogar beinahe. Na, schau mal. Das glitschen wir so zusammen. Ja. Dann stört mich auch gar nicht, dass das jetzt da so eine kleine Kante drin hat, weil es trotzdem gut aussieht. Und die beiden können wir mit den beiden hier noch was anfangen. Was wäre, wenn ich jetzt die beiden hier nehme und da dran schieb? Mit gedrückter Shift-Taste. Ah, ich schon wieder mit meiner Shift-Taste, ne? Mit gedrückter Steuerungstaste hier versuche, das so zu machen. Wie sieht das aus? Nicht so schlecht. Müssen wir noch ein bisschen zusammenrutschen. Ausgerichtet der Dachkante. Das machen wir so. Und dann lassen wir das so. Und das sieht auch richtig gut aus. Perfekt, oder? Ja. Und dasselbe machen wir hier. Wir kopieren uns das Teil. Von mir aus fügen wir das sogar so zusammen. Nehmen die beiden
verschieben das mit dem hier zusammen. Genau. Optimal. Das sieht auch gut aus. Und dann haben wir das auch abgeschlossen. Und das kann sich sehen lassen. Ja, das gefällt mir. Jetzt holen wir uns hier noch. Na, das machen wir mit dem. Wir entfernen das hier. Wir entfernen das hier. Dann bleiben sie zwar funktional, aber sind nicht mehr aktiv. Jetzt holen wir uns die Fahrzeugbeschränkung und sagen, verbiete alle Fahrzeuge außer Einsatzfahrzeuge, Müllsammelfahrzeuge. Und ich glaube, ich hätte das so. Verbiete alle Fahrzeuge außer Einsatzfahrzeuge und Müllsammelfahrzeuge. Ja, dann geht das durch bis darüber. Das ist in Ordnung. Und jetzt haben wir hier diesen Baum. Den platzieren wir hier noch fix. Dann holen wir hier nochmal Park. Sagen hier das hier. Und werden das Ganze jetzt ein wenig ausschmücken. Von mir aus können wir das gerne auch verwenden. Das nehmen wir das. Dann nehmen wir das. Dann eine Franz Schubert Statue. Warum nicht? Die würde jetzt natürlich genau da stehen, wo der Baum ist. Nein, die stellen wir daher. So, sind immer noch nicht fertig, denn ein Spielplatz wäre natürlich schon nice, vor allem für die Kinder. Ne? Da setzen wir einen dahin und einen dahin. Ja, da würde ich auch gerne spielen wollen. So, jetzt schnappt man sich das Gebäude, setzen das dahin. Schnappen sich das und setzen sich dahin. Das Auge spielt mit. Dementsprechend werden wir das so setzen. Was haben wir denn dann noch? Das gefällt mir nicht. Was haben wir hier? Zeig dich mal. Ja, das passt. Was fehlt uns noch? Richtig, Concrete-Platten. Dann nehmen wir gleich einmal die 1212er. Die passt nämlich optimal hierher. Zack, zack. Dann holen wir uns hier eine 44er. Muss man schon fast sagen, dass es hier gar nicht so schlecht wäre, wenn man hier gleich. Ja, das können wir auch so zugleistern. Das stört mich gar nicht. Da könnte man eigentlich die 12er nehmen, ha? Huh? So. Und dann hätten wir das hier.
Jetzt schauen wir mal, dass wir hier noch was mit den Parks machen können. So ein Filler. Hat was. Ganz ehrlich, setze ich aber lieber daher. Ja. So. Dann noch ein paar Concrete-Platten. Einfach weil es so um einiges besser aussieht. Nicht, weil ich gern alles zu kleister, sondern ganz einfach, es sieht tatsächlich besser aus, wenn das so zu ist. Hey, was ist denn da jetzt los? Naja. Oberflächen. So zu. Und da sind wir, glaube ich, echt besser bedient, wenn wir das mit den 4-4ern machen. Ja. Man hat ja auf der Hinterseite auch Eingänge in die Häuser. Dementsprechend mache ich das eben so zu, damit das realistischer aussieht. Ne? Weil kein Treppeneingang, Stiegenhauseingang, ich weiß gar nicht. Also ich weiß, dass wir in Österreich oder in Wien oder generell in Österreich Stiegenhaus oder Stiegenhäuser eigentlich sagen. Und damit eigentlich diese Eingänge in diese Gebäude meinen. Ja, wir nähern uns der vollen Stunde und keine Sorge, es wird nicht allzu lange werden heute. Aber ich glaube, aus ästhetischen Gründen kann man das doch durchaus so lassen. Und jetzt würde ich noch ganz gerne, ich würde doch ganz gerne hier mal mit Bäumen arbeiten. Das passt schon so. Ist das herzig? Hallo Bäumchen. Ach hey. Ja, warum nicht? Du darfst hier gern stehen. Du darfst hier gern stehen. Du darfst hier gern stehen. Dann schauen wir mal, was haben wir denn noch? Der ist auch schön. Der ist wirklich schön. Den setzen wir daher. Was haben wir denn noch? Hardwood. Ja, den nehmen wir auch noch. So. Will fortsetzen. Also der Innenhof gefällt mir sehr, sehr gut. Das können wir durchaus so lassen. Wow. Also, wow. Gefällt mir. Gefällt mir sogar sehr, sehr, sehr gut. Was können wir denn hier noch reinbauen? Ha? Wie wäre es mit... Wir haben hier Parkplatzmöglichkeiten. Aber was ist, wenn wir hier trotzdem, ich will aber ehrlich gesagt nicht schon wieder alles zupflastern. Sollen wir es probieren mit Waldpinsel?
Nadelwald? Ja, das war ja irgendwie gerade klar, oder? Das haben wir jetzt wieder. Ich wollte was ausprobieren und man merkt da mal Stärke. Der will mich doch ärgern, oder? Na, tut mir leid, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Da verwenden wir was anderes. Da gehen wir wieder auf Park zurück. Was haben wir denn hier? 2x1. Okay, 2x. 16x8. Oh, 16x8. Oh. 7x1. 2x5. 6x3. Zeig dich mal. So. Ich werde jetzt mal F1 drücken und einen Autosave veranlassen, so einen Zwischenspeichern, weil ich habe da irgendwie so ein ungutes Gefühl gerade. Nicht, dass mir das jetzt abschmiert, das Spiel hier, weil das würde mich ja richtig unglücklich machen. Um es noch recht höflich auszudrücken. So, jetzt müssen wir aber bald zum Ende kommen, weil wir sind hier. Zeig dich mal. Soll ich was sagen? Das gefällt mir sogar. Das Einzige, das mir an dem Ding nicht gefällt, ist, dass ich es noch umsetzen muss. Ich muss es nämlich hier setzen. Hier passt mir besser ins Bild. Der Baum hier, der darf gern so stehen bleiben. Dann holen wir uns noch, bitteschön. Was haben wir hier? Die Teile hier. Die können wir hier hinsetzen. Einen hier. Warte mal. Andere Richtung, genau. Einen hier. Das ist auch okay. Ich habe immer noch nichts, was ich da reinsetze. Ich weiß, was ich mache. Jetzt. Glaube ich. Habe ich die zündende Idee? Wir setzen das dahin, gehen darüber, machen zu, machen auf, setzen das dahin. Das gefällt mir. Das gefällt mir um einiges besser. Jetzt können wir hier noch schnell was schauen bei Netzwerken. Und dann suchen wir hier noch. Das ist cool. Das nehmen wir. Das ziehen wir daher. Das ziehen wir daher. Dasselbe machen wir in die Richtung. Dann haben wir das da und das hier. Da. Ja. Das gefällt mir. Das kann man so lassen. Und das Teil. Setzen wir noch hier hin. Und wie das Ganze weitergeht, schauen wir uns in einer der nächsten Folgen an. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Werde mich jetzt von dir verabschieden mit dem Blick auf unseren, naja, ich möchte ihn jetzt nicht unbedingt Karl-Marx-Hof nennen, aber die Gebäude stammen tatsächlich aus Windöbling vom Karl-Marx-Hof, wurden erstellt für City Skylines. Ich werde mich jetzt von dir verabschieden, wie immer mit, ich wünsche dir wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design Cities Skylines. Bleib gesund, Servus.